Die Survival-Training-Saison ist vorbei. Zumindest für mich. Meine Kollegen arbeiten noch weiter, aber für mich ist sie vorbei. Und dieses nette, wunderbare Ding hier, dieses Silky Big Boy 2000 oder 200 oder, naja, großes Ding auf jeden Fall, die hat mir so gute Dienste über die letzten Jahre geleistet und geliefert, Leistung geliefert, dass ich einmal ihr einfach Danke sagen will, und das will ich vor all den Leuten hier auf YouTube tun. Und wenn du wissen willst, was das Teil kann und ob es auch etwas für dich ist und ob du die gebogene oder die gerade Variante kaufen sollst, wenn du eine kaufen willst, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der Reini Rossmann, schön, dass du am Survival Shop Kanal dabei bist. Schau mal, die Säge habe ich sehr lange mit dabei. Ich weiß nicht wie viele Jahre. Und das Ding hat mir wirklich großartige Dienste geleistet. Gummigriff, orange, absichtlich orange gewählt, denn am Waldboden sieht man den am besten und glaubt man, wie oft wir etwas verlieren. Das Ding ist sehr ergonomisch gebaut, das heißt, alles gut im Griff, kann man zweihändig bedienen, kann man auch einhändig bedienen. Hier hinten ist dann so ein kleiner Schnabel oder Haken dran, dass man es auch hier hinten schön beim Ziehen, das ist eine Zugsäge, benutzen kann. Das gibt es in einer geraden und in einer schrägen Variante. Und die heißt Big Boy 2000. Entschuldigung, ja, dass mir das nicht gleich eingefallen ist. Ich habe das auf Amazon gekauft. Ach, ich weiß ja. Billiger Einwerbung, gebe ich natürlich den Link. Und habe zufälligerweise unabsichtlich die gebogene gekauft. Schau mal her, die ist so gebogen. Wenn du da reinschaust, siehst du, die ist gebogen. Das heißt, und eigentlich wollte ich die gerade, aber dann habe ich die bekommen und dann war das nicht ohne weiteres zurückzuschicken. Und auch Amazon ist nicht perfekt, ganz im Gegenteil. Da habe ich mir gedacht, da kalte ich es mir halt. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich die habe, denn einige Teilnehmer bei den Trainings haben ja auch immer wieder welche mit und haben die gerade. Und ich muss da sagen, dass es mir lieber ist, dass ich die schräge habe. Sie beißt einfach deutlich mehr, deutlich stärker. Wir haben mit dem beim letzten Wochenende, da war auch die Saisonende, übrigens, da habe ich ein lustiges Video gemacht über ein Feldkniven A1X oben beim Igelten. Da kommt die Säge eigentlich auch vor, denn wir haben Eschen, umgefallene Eschen sterben, sagt er vielleicht etwas, umgefallene Eschen auseinandergesägt in solche Klötze. Es hat ja die ganze oder fast die ganze Zeit geregnet, es war ein fürchterliches Wochenende. Und dann eben Spalten, ja, das ist alles super, damit im Lagerfeuer einfach was los ist. Ich muss den Teilnehmern immer dazu sagen, dass es eine Zugsäge ist und dass sie der Säge die Arbeit machen lassen sollen. Also nicht extra draufdrücken und schnell ziehen, sondern du lässt einfach die Säge arbeiten. Wir arbeiten dann gleich auch noch was damit. Das ist einfach großartig. Ich kann nur noch einmal sagen, die Säge ist einfach großartig. Und mir kommt vor, das ist aber jetzt sehr individuell, dass durch dieses gebogene Teil hier natürlich, das Sägen noch einmal etwas einfacher ist. Hat aber den Nachteil, dass man beim Sägen noch einmal ein bisschen aufpassen muss. Also kommt mir zumindest so vor. Da ich da meistens dabei stehe und mal schaue, was ist das für einer, der da sägt, und immer darauf aufpasse, gab es jetzt eigentlich nie das Problem, dass die irgendwie abgebogen wurde. Wenn ich einmal eine Silky, eine kleine Säge abgebrochen worden von einem Teilnehmer da weiter vorne, weil natürlich das Sägeblatt doch relativ spröde ist. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dass man bei denen nicht selbst nachschärfen kann. Das ist etwas anderes, zum Beispiel beim Katana Boy. Ich habe jetzt den Katana Boy 600 mir auch gegönnt. Da kann man nachschleifen, habe ich auch ein Schleifi mit dabei und so. Wenn dir das interessiert, schreib mal gerne einen Kommentar, dann kann ich das einmal zeigen. Auf jeden Fall, das geht sehr, sehr gut. Auch der Sicherheitsmechanismus mit diesem Hebel, ich kann das nur 100% empfehlen. Und bevor wir jetzt noch ein bisschen Säge machen, eine Sache noch. Bitte. Diese Säge ist natürlich nichts, wo ich sage, ich mache einen kleinen Waldausflug für 3 Stunden, ich brauche den Big Boy. Nein, das ist etwas, wenn du in Gruppen unterwegs bist, wenn du im Winter unterwegs bist, wenn du bei Nässe unterwegs bist und an das trockene Kernholz willst. Da wird es mit einer kleinen Säge, auch wenn die ein bisschen größer ist, bei dem Mini-Boy oder weiß ich nicht, habe ich eh auch, ja, einfach nicht, wird sie nicht ausgehen. Und da ist das hier Gold wert. Beim Wintertraining, ich liebe das, dass wir das Teil mit dabei haben. Habe ich übrigens den Katana Boy auch mit dabei, weil wir oft einfach, wir haben ein Wintertraining gehabt, da war der Schnee wirklich so hoch. Und da bist du einfach ohne Schaufel und ohne Säge und ohne Axt am A. Pfeifer war Messer, Säge, Axt, Schaufel,
Wintertraining. Und da habe ich den Katana-Boy auch mit dabei. Aber den habe ich halt dann immer mit dem Rucksack. Und das ist der große Vorteil, das kannst du in einen klassischen Rucksack mit einpacken. Es ist schon ein bisschen schwerer, das gebe ich zu. Aber zum Holz machen, wenn du wirklich Feuer brauchst, großartig. Oder auch, wenn wir was bauen wollen, ja, wenn wir, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, aber wenn wir Buschkraftkurse machen, wo wir auch wirklich was bauen, dann ist das auch das Ding. Du musst halt bedenken, diese Länge, meiner Meinung nach, alles, was halt im Bereich von hier bis hier zu sägen ist, ist optimal. Es geht natürlich auch etwas länger, aber dann ist es einfach nicht mehr so lustig, dann auf den Katana-Boy umschwenken. Also ich liebe die Säge. Ich habe vor kurzem die Walter, dieses Survival-Tool hier vorgestellt, und da habe ich einen Sägetest gemacht mit der Säge, die da hinten mit dabei ist. Und ich will genau dasselbe Stück Holz jetzt einmal unfairerweise mit dem Katana-Boy bearbeiten. Und am Anfang halt ein bisschen vorsichtig einsägen. Das sehe ich dann bei den Trainings immer wieder gleich einmal ganz schnell. Das ist da der Punkt, wo man sich dann ein bisschen Aua-Aua machen kann. Also am Anfang schön langsam einsägen und Zeit lassen. Und das ist das, was ich gemeint habe. Lass der Säge die Arbeit tun. Ja? Sie ist jetzt natürlich nicht allzu schwer, aber ich mache da jetzt gar nicht Druck, sondern ich lasse mich einfach nur hin und her bewegen. Es passiert dann irgendwann natürlich, dass sie ins Zwicken anfängt, das ist klar, weil der Spalt zumacht oder warum auch immer, ist ja wurscht. Dann braucht man manchmal auch zwei Hände, aber schau mal her, das Ding beißt. So schön. Und das Vibrieren, was du jetzt gehört hast, war die Säge, ja. Aber weil ich nicht stabil gehalten habe, das Holzstück, halt einmal so Holzstück, hat sich das verkantet und dadurch hat es vibriert. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit natürlich solchen Sägen auf einem Multitool, das übrigens interessanterweise gar nicht einmal so schlecht ist, schau dir das dazugehörige Video an, ich will jetzt da gar nicht drüber sprechen, ist das halt eine andere Liga. Und das ist das, was ich damit sagen will. Wenn du in eine Säge investieren willst und sagst, ich meine das mit diesem Bushcraft und Survival Training ernst. Und schau, wenn du mal probierst und mal ein bisschen schaust, dann kauf dir irgendwas Billiges, ist alles gut, damit du einfach einmal in das Feeling reinkommst von diesem Bushcraft und Survival Training. Aber wenn du dann länger dabei bist und sagst, ja, das ist wirklich das, was ich tun will, dann kommst eigentlich irgendwann an sowas nicht vorbei. Ja, das war's. Also ich liebe das Teil. Ich liebe dieses Teil. Ich liebe auch Silkesägen insgesamt. Jetzt wirst du dich fragen, ja Rainer, warum hast du sie nicht im Shop? Das liegt daran, dass ich dir, billige Eigenwerbung trotzdem, den Link auf Amazon gebe. Denn meine Einkaufspreise sind so kacke. Und wenn ich dann sehe, dass ich im Endeffekt auf Amazon ein bisschen mehr zahle als beim Großhändler, dann pfeife ich drauf. Aber es ist in Ordnung, das ist kein Sudern, es ist einfach so. Und daher, schau her, entweder kaufst du es auf Amazon, wo auch ich kaufe, oder du suchst dir irgendeinen anderen Händler, es gibt eh so viele, und kaufst es dann dort und alles ist gut. Diese Teile sind absolut hammer, genial, großartig. Wenn du das auch so siehst, dann gib dem Video Daumen nach oben oder nach unten, schreib einen Kommentar. Wenn du mich direkt unterstützen willst und meine Arbeit, dann kaufst du einen Irbis oder einen Biber oder eines unserer Teile, die wir selbst in der Rainer-Rossmann-Werkstatt herstellen. Gebe ich da auch den Link. Und ansonsten kann ich nur sagen, Big Boy, hab dich lieb.